Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal mit dem Thema Verhaltensauffälligkeiten bei den Degus. Ja, was sind denn überhaupt Verhaltensauffälligkeiten? Verhaltensauffälligkeiten sind eigentlich nur Verhalten, die sich die Degus quasi angewöhnen, die eigentlich nicht erwünscht sind oder nicht gut sind. Das sind eigentlich so Verhaltensauffälligkeiten. Es gibt natürlich auch Verhaltensauffälligkeiten, wenn ich das mal so sagen darf. Das sind dann keine Verhaltensauffälligkeiten, das sind Angewohnheiten, die vielleicht nicht schlimm sind und deswegen halt nicht als Auffälligkeit zählen, sag ich mal. Also Verhaltensauffälligkeit ist ja irgendwie schon immer was Negatives in dem Sinne. Niemand würde einen Degu, der nach Futter ruft, als verhaltensauffällig zählen. Ja, was sind Verhaltensauffälligkeiten? Verhaltensauffälligkeiten fallen mir jetzt spontan mal drei ein. Und zwar Gitter knabbern und nagen, als zweites Fell rausreißen und als drittes sich vielleicht irgendwie, naja, selbstverletzen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber sich selbst zum Beispiel in den Schwanz beißen oder in die Pfote oder so. Wann können solche Verhaltensauffälligkeiten eintreffen oder auftreten? Generell eigentlich nur, wenn die Degus irgendwie wie Frust haben oder so. Eigentlich ist es immer irgendwie Frust oder Stress. Ja, wann können Degus gefrustet oder gestresst sein? Das gibt es tatsächlich eigentlich wie bei uns Menschen auch. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Sachen eigentlich. Also zum Beispiel kann es einfach stressig sein durch Vergesellschaftungen oder wenn man andauernd Streit mit also in der Gruppe hat. Dann kann es auch mal Stress sein, weil sie Futter neidisch sind. Also immer so Gruppenstreitigkeiten können halt Stress auslösen, was halt auch dadurch bedingt sein kann, dass sie sich vielleicht nicht aus dem Weg gehen können. Und mit diesem aus dem Weg gehen können kommen wir halt gleich zu Grund 2. Wenn die Degus sich nicht genug bewegen können, nicht genug Platz haben, dann können sie halt auch Stress haben. Und deswegen wird dann sehr, sehr oft am Gitter geknabbert, insofern ein Gitter vorhanden ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass jeder gitterknabbernder Degu sofort verhaltensauffällig ist. Bestes Beispiel ist unsere June. Das, in irgendeinem Video war das mal zu sehen. Da hat sie auch am Gitter geknabbert und auch April knabbert am Gitter. Also manchmal tun die das auch einfach so. Weil das, ich meine, man kann es ja mal probieren, wenn man da ankommt. Und ganz, ganz oft tun sie das auch, wenn sie in den Auslauf wollen. Bei meinen ist das tatsächlich recht oft so, wenn ich zum Beispiel ein paar Mal durch den Raum gegangen bin, dann denkt sich June so, ey, wenn du schon mal hier bist, dann kannst du uns auch entweder ein Leckerli geben oder rauslassen. Und dann wird halt wirklich am Gitter geknabbert aus Protest. Das würde ich zum Beispiel auch nicht als Verhaltensauffälligkeit definieren, weil sie das auch nicht machen, wenn ich gar nicht da bin. Also das ist wirklich so ein bisschen, um mich daran zu erinnern, also um mich zu dressieren. Genau, aber wie gesagt, Gitterknabbern kann auch Verhaltensauffälligkeit sein, weil sie vielleicht Stress oder zu wenig Platz haben. Ja, dann eine Verhaltensauffälligkeit kann halt Fell rausreißen sein. Das kann halt auch wieder Stressfaktoren haben, auch zu wenig Bewegung, Stress in der Gruppe. Dann können die Degus sowas auch anfangen. Es kann auch wieder einen ganz, ganz banalen Grund haben, dass zum Beispiel ein Degu vielleicht Augenprobleme hat oder so und sich deswegen, weil er dann nasse Hände hat, sich dafür putzt oder so. Also es ist halt immer so ein bisschen, man muss da so ein bisschen sich selber hinterfragen und sich dann fragen, okay, braucht er jetzt mehr Auslauf oder nicht? Oder haben die vielleicht Stress in der Gruppe? Da kann man ja auch immer nur bedingt was gegen tun. Wenn man halt in der Vergesellschaftung steckt, dann kann man die deswegen nicht unbedingt abbrechen gleich. Muss man halt immer so ein bisschen Gefühl für haben. Was man zum Beispiel dann merkt, wenn man zum Beispiel denkt, okay, sie haben zu wenig Auslauf und man bietet den Auslauf dann öfter an und die machen gar nichts im Auslauf, sondern legen sich eher schlafen oder so, dann weißt du, okay, da lag es jetzt vielleicht nicht daran, dass sie mehr Bewegung gebraucht hätten.
Mehr Gründe für Stress und Verhaltensauffälligkeiten fallen mir jetzt tatsächlich gar nicht ein. Und ich muss auch sagen, dass grundsätzlich meine Degus auch keine Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Das Einzige, was sie halt, wie gesagt, mal machen, ist halt ihren Auslauf einfordern am Gitter oder so. Oder was May ganz gerne macht, die springen ja schon an der Scheibe, wenn ich komme, um ihr Leckerli abzuholen. Und wenn die Scheibe noch zu ist, dann sind sie so wie Scheibenwischer. Und May hat es tatsächlich manchmal gemacht, wenn sie dann gefrustet war, weil ich sie dann doch nicht rausgeholt habe oder sie doch kein Leckerli bekommen hat, dass sie sich dann in die Pfote, also nicht gebissen hat, sondern sie hat die Pfote in ihren Mund genommen und ist dann irgendwie 3 Schritte gelaufen mit dieser Pfote im Mund. Also das ist halt irgendwie auch schon eine Verhaltensauffälligkeit. Die tritt aber wirklich dann nur in dieser Situation auf, wenn sie halt gefrustet ist, dass ich jetzt nicht die Scheibe aufgemacht habe. Ja, da muss er halt mit leben. Sie verletzt sich ja auch nicht selber. Also man sieht halt so manche Verhaltensauffälligkeiten, das sind einfach wie Angewohnheiten durch den Umgang mit uns, wie wir das halt täglich handhaben. Wie gesagt, wichtig ist halt nur, dass ihr euch dann immer mal, wenn euer Degus sowas hat, dass ihr euch das mal kritisch hinterfragt. Es ist halt teilweise auch recht schwierig, sowas dann wieder abzugewöhnen oder abzustellen. Es sei denn, das liegt halt wirklich am zu wenig Auslauf oder zu wenig Platz, das kann man ja dann abstellen. Es ist also auch ein bisschen situationsabhängig. Also ne, es kann halt sein, dass irgendein Verhalten in gewissen Situationen halt auftritt. Und genau, deshalb ist dann aber auch ein Degu nicht gleich völlig gestört oder genau. Das wollte ich einfach auch nochmal gesagt haben. Also nicht, dass wenn man jetzt ein Gitter, ich glaube, eine Degu sieht, man sagt, boah, dem geht's voll schlecht, der hat gar keinen Auslauf. Und also so muss es halt nicht sein. Manchmal ist das halt auch so ein bisschen wie antrainiertes Verhalten oder Dressieren der Menschen. Auch so ein Ding, was ich euch da nochmal als Beispiel erzählen kann, ist halt, June macht einen Alarmpfiff. Jetzt würde jeder sagen, oh Gott, der Degu, der hat Alarm gegeben. Nein, wenn ich unten aus der Tür komme und sage, hey, ich komme jetzt hoch, erschreckt euch nicht. Das ist tatsächlich sehr wichtig für die, weil sie sonst sich andauernd erschrecken. Dann pfeift June und kommt wie eine Bekloppte zum Gitter gerannt und wartet, bis das die Tür aufgeht. Also bei June ist gerade dieser Alarmpfiff ein Alarm, es gibt Leckerlis, kommt alle schnell. Die macht gleich die Klappe auf. Also ne, nur mal so dazu. Also die trainieren sich da auch ganz andere Verhaltensweisen an, als sie das in der Natur hätten. Und das ist tatsächlich bei vielen Degus auch anders. Also auch sehr, sehr schwierig, einfach das zu beurteilen, wenn man halt die Degus nicht kennt. Das ist tatsächlich halt auch bei vielen Verhalten von den Degus so. Ja, so viel zu Verhaltensauffälligkeiten. Wenn ihr noch welche kennt oder vielleicht auch was habt, ihr hattet eine und ihr habt die abgestellt oder so, könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Ist bestimmt total interessant für andere. Genau, also wir haben so erstmal keine, sage ich jetzt mal. Ja, im nächsten Video geht es dann um das Herpsteln, weil viele sich immer wieder fragen, was ist das überhaupt? Und deshalb mein Video dazu. Ja, ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!